Vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Druck zu tun gehabt in der zweiten Liga. Da mussten wir auf jeden Fall, um jeden Preis. Und ich glaube, das hat uns manchmal gehemmt. Ist dann schon so wie ein Rausch ein bisschen natürlich. Aber ja, wenn du so ins Spiel reinstartest, ja, da hat dann auch alles geklappt. Ich meine jetzt nicht nur die Tore, sondern irgendwie jede Aktion war ja fast gefährlich. Und auch die Zweikämpfe hinten haben wir alle für uns entschieden. Da merkt man, dass schon ein guter Tag ist. Ich glaube, das können wir auch mitnehmen aus dem Spiel. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, sind wir für jeden Gegner unangenehm. Und da müssen wir auch dranbleiben. Es war natürlich eine Frage, wie wir uns behaupten können in der Liga. Und ich muss sagen, bisher machen wir das sehr gut. In jedem Spiel eigentlich versucht, unseren Fußball zu spielen. Und das ist schon mal wichtig. Und teilweise haben wir es auch geschafft, unseren Fußball dann auf den Platz zu bringen. Und da können wir bisher stolz auf uns sein. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Dinge, die bisher nicht so gut liefen, was vielleicht auch normal ist. Aber ich muss auch sagen, vom letzten Jahr zu diesem Jahr, was wir für einen Schritt gegangen sind, ich glaube, das kann man auch auf dem Platz gut sehen. Natürlich, ich habe ja gerade schon gesagt, dass man aber trotzdem eine Entwicklung sieht bei uns. Ich glaube, vielleicht hat das auch ein bisschen mit dem Druck zu tun gehabt in der zweiten Liga. Da mussten wir auf jeden Fall, um jeden Preis. Und ich glaube, das hat uns manchmal gehemmt. Ich finde, dieses Jahr, jeder, der bei uns auf dem Platz steht, ist sehr mutig. Und das ist, glaube ich, was uns auszeichnet zurzeit. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich glaube, wenn man erfolgreich ist, ist das sowieso immer etwas einfacher. Und natürlich im letzten Jahr so eine Saison durchzustehen, auch was wir, ich sag mal, als Mannschaft, unabhängig jetzt vom Drumherum, von Trainern, was wir da auch durchgemacht haben und was wir durchgestanden haben, das schweißt einen natürlich zusammen. Und ich glaube, das sieht man, wie gesagt, dieses Jahr. Ich glaube, jeder hat da nochmal was draufgelegt und sich halt auch weiterentwickelt. Und wie gesagt, mit der Mannschaft macht sehr viel Spaß. Also eigentlich wie immer in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe. Ich komme gut mit den Jungs klar. Ich glaube, die Jungs mögen mich. Wir haben viel Spaß außerhalb auch vom Platz, und auf dem Platz versuche ich natürlich voranzugehen, auch weil ich natürlich auch Erfahrung habe in der Liga, aber ich versuche immer, die Jungs mitzureißen und fordere auch viel von den Jungs ein. Ich glaube, das ist so, wie ich mich beschreiben würde. Kann ich gar nicht mehr sagen. Also ich bin halt jetzt schon 5, 6 Jahre oder so. Damals, als ich es halt umgestellt habe, habe ich mich schon fitter gefühlt, aber das ist jetzt ein Dauerzustand, deswegen kann ich es nicht sagen, ob ich jetzt da einen Vorteil draus ziehe, aber ich fühle mich auf jeden Fall besser als davor. Ich glaube, natürlich, wie das dann zustande gekommen ist, ist ja auch eigentlich ein bisschen lustig, aber irgendwie passiert ja alles immer aus einem Grund, und ich glaube natürlich, für mich hat sich das ausgezahlt, den Schritt letztes Jahr zu gehen und mit der Mannschaft aufzusteigen. Und ich fühle mich sehr wohl. Die Mannschaft, wie gesagt, haben wir schon thematisiert. Ich glaube, hier fühlt sich jeder sehr wohl. Und seit dem Trainerwechsel auch muss man sagen, dass wir auch wirklich guten Fußball spielen. Ich mag schon, Tore zu schießen, und ich will auch gerne Tore schießen oder vorlegen. Deswegen, natürlich hat das gut getan. War jetzt kein so wichtiges Tor, aber man freut sich ja natürlich immer, wenn man trifft. Wir haben darüber natürlich geredet, weil als ich den Lauf gemacht habe, habe ich mir, wie gesagt, meine Vision war, dass er ihn genauso anluft und ich ihn so reinschieße, und er hat es einfach gemacht. Das war dann schon außergewöhnlicher Moment, wenn sowas dann zustande kommt. Ich glaube, momentan sieht man natürlich, dass er sehr torgefährlich ist, und er ist Stürmer, und dafür sind Stürmer da, um Tore zu machen, und er ist aktuell, glaube ich, der erfolgreichste in Deutschland.